Moin und eine schöne gute Nacht wünsche ich euch oder beziehungsweise noch einen guten Abend. Herzlich willkommen bei Tierisch gut drauf. Mein Name ist Stefan und heute machen wir Folgendes. Wir leuchten nach Nachtfaltern und ich bin sehr gespannt, was wir heute so an Arten treffen und weitere Details folgen jetzt. Ja, mittlerweile haben wir es Ende Juli und wir haben eine super Nacht. Wir haben gerade 22 Grad und wir haben keinen Wind, also optimale Bedingungen für ein Falterleuchten. Und ja, wir befinden uns hier in einem Moor, das ich vom NABU aus ein bisschen mitbetreuen darf. Und ich bin das erste Mal hier am Leuchten. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute so für Nachtfalter vor die Linse bekommen. Das ist der Turm, der sogenannte Leuchtturm. Das ist quasi einfach nur ein Netz, was um eine Lampe gesponnen wird. Und da befindet sich auch noch eine UV-Lampe daneben. Und das lockt dann die Nachtfalter an. Betrieben wird das Ganze ja, durch so eine dicke Batterie hier. Und die hält auf jeden Fall ein paar Stunden. So, wir haben es jetzt mittlerweile 10:30 und ja, die ersten Mini-Falter, die lassen sich schon blicken. Das ist so ganz normal. Und die dicken Falter, die kommen so ab 12, 1 Uhr. Hier habe ich jetzt so meine Sachen aufgebaut. Ein Stuhl, den bringe ich mir letzte Zeit immer mit, weil das immer angenehm ist, wenn man auch dabei sitzen kann. Und ja, da liegen so die Sachen, die ich zum, oder die Verpackungsmaterialien, sage ich mal, die ich für den Turm brauche. Ja, bei Arbeiten mit UV-Licht ist es auf jeden Fall ratsam, eine Schutzbrille gegen UV-Strahlung aufzusetzen. Und die werde ich jetzt die ganze Nacht aufhaben, um meine Augen halt vor dem UV-Licht zu schützen. Wahrscheinlich kann man es nicht hören, aber in der Dämmerung bzw. in der Nacht haben wir hier einige Vögel, die sehr aktiv sind. Und zwar nicht nur Eulen, sondern hier haben wir zum Beispiel einen Ziegenmelker. Ich spiele auch gleich mal ein Geräusch ein, was ich woanders aufgenommen habe. Ja, Ziegenmelker haben wir scheinbar hier im Moor. Das ist ganz cool. Ich glaube, das ist auch die Erstbeobachtung hier. Und wir haben hier eine Waldschnepfe überfliegen gehabt. Wenn sie gleich nochmal vorbeikommt, dann kriege ich sie, glaube ich, sogar drauf. Mal gucken. Hier haben wir jetzt unseren ersten Nachtfalter. Das ist ein sogenannter Zünsler. Was das genau für eine Art ist, weiß ich noch nicht, aber ich werde es bestimmt gleich einblenden. Und der ist relativ klein. Also wenn ihr euch jetzt mal meinen Fingernagel anguckt, der ist nicht allzu groß. Aber wir wollen ja natürlich die größeren Falter heute hierher locken. Und am besten ein paar sehr, sehr seltene, denn dann wird das Gebiet, in dem ich gerade ja, leuchte, ein bisschen schützenswerter. So, hier haben wir jetzt ein sogenanntes Eulchen. Ich weiß jetzt noch nicht, was für ein Eulchen, aber auch noch relativ klein. Ich zeige euch mal, wie groß der ist. Bisschen größer als der Zünsler, aber auch nicht wirklich viel. Und da sind mittlerweile auch schon zwei bei uns hier am Leuchtturm. So, wir haben es jetzt mittlerweile kurz nach 11 und ja, die Falter mehren sich. Sie werden ein bisschen größer und ein bisschen zahlreicher in den Arten. Und jetzt hatte ich gerade schon wieder so einen ganz merkwürdigen Geruch in der Nase. Hier treibt sich irgendwo ein Wildtier rum, was ordentlich stinkt. Und das ist echt so ein fieser Geruch, der dir da fast, ja, der dich fast in Ohnmacht fallen lässt. So ein ganz fieser Geruch ist das. Ich denke mal, das war ein Fuchs oder sowas. Aber naja, ich zeige euch noch ein paar schöne Falter, die hier mittlerweile rumhängen. Wir haben den ersten Schwärmer hier. Und so früh im Jahr hatte ich noch keinen. Das ist ja krass. Wir haben es jetzt gerade mal kurz nach 11. Also der fliegt hier jetzt noch so ein bisschen rum. Und irgendwann wird er sich gleich an den Turm setzen. Ich weiß noch nicht, was es für einer ist. Aber die sind auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, das ist ein Kiefernschwärmer. Ich weiß es aber noch nicht. Wir werden es gleich sehen, wenn er sich in Ruhe hinsetzt. Der gute Schwärmer hat sich erbarmt und da ist er. Ich vermute, das ist ein Kiefernschwärmer. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und leider habe ich hier auch null Internet, sodass ich nachgucken könnte. Aber ziemlich cool, der erste Schwärmer. Naja, eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. So ganz ohne ist das nicht alleine im Wald nachts oder im Moor nachts. Denn man hört überall Geräusche und ja, man nimmt komische Gerüche wahr.
Und ich bin da schon so ein kleiner Schisser, ne? Ja, so Gruselmärchen und so haben mich dann auch geprägt. Und wenn man dann irgendwas schnauben hört rechts neben sich oder ein Bellen oder irgendwo ein Rascheln, dann ist schon ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Das ist ein sogenannter Schwan. Ganz weißer Falter und der ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, da hinten habe ich jetzt gerade ein paar Augen gesehen. Und ja, das hat ganz fies gebellt. Das könnte natürlich ein Reh gewesen sein, weil Rehe bellen tatsächlich auch. Aber es war ein sehr helles Bellen. Also könnte sich um einen Fuchs gehandelt haben. Man weiß es nicht. Ist übrigens eine ganze Menge los mittlerweile. Das sind fast alles nur Kleinschmetterlinge. Aber so ein paar größere sind auch dabei, wie der Schwan. Da haben wir mittlerweile zwei von. Hier müsste auch noch irgendwo einer sitzen. Genau, da oben. Dann haben wir hier noch so einen Falter und genau den haben wir glaube ich auch hier unten. Ah, könnte noch ein anderer sein. Auf jeden Fall einer, den wir gleich fotografieren müssen. Und irgendwas Wildes fliegt da auch noch rum. Den holen wir uns auch gleich, wenn er ruhig ist. Die erkenne ich sofort. Das ist eine Roseneule. Und die ist richtig schick, wie ihr sehen könnt. Ja, die ist braun und hat weiße, schöne Flecken. Wie ein schöner Falter. Ja, und das ist einer von den häufigsten Faltern tatsächlich nachts. Der ist auch recht klein. Das ist ein sogenannter Schwarzrand-Harlekin oder auch Vogelschmeißspanner genannt. Und warum heißt er Vogelschmeiß? Weil er sich tarnt wie Vogelscheiße. Naja. Tschüss. Oh, es riecht schon wieder nach Fuchs. Irgendwo rennt hier schon wieder ein Fuchs rum. Ich glaube, ich sitze direkt in so einem Fuchsgebiet. Und die stinken, die Viecher. Junge, Junge, Junge. Also das ist übrigens ein Zimtbärchen oder Zimtbär. Der ist ganz cool. Und der hat nämlich einen ganz roten Körper. Ich will da jetzt nicht zeigen von unten. Da sieht man es so ein bisschen. Den hatte ich letztens schon mal. Der heißt irgendwas mit Röhricht. Oh ja, und der wackelt mit den Flügeln so ganz cool. Seht ihr das? Der tanzt richtig. Nicht schlecht. Lambada, Lambada, bubu, ba, ba, ba. Ja, genau. Das ist irgendwie eine Röhricht-Goldeule oder irgendwie sowas heißt der. Hier haben wir jetzt ein sogenanntes Flechtenbärchen. Die genaue Art habe ich jetzt auch nicht im Kopf, weil so häufig hatte ich den noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Flechtenbärchen. Jawohl. Ja, mitunter hat man dann auch solche coolen Falter dabei. Das ist ein Sichelflügler. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine, aber ich glaube, es ist ein Erlensichelflügler. Aber wir werden es nachgucken. So, man sollte natürlich auch immer oben drauf gucken. Und hier haben wir einen Rindenspanner. Ich gehe davon aus, dass das ein aschgrauer Rindenspanner ist. Das sind schon welche von den größeren Faltern, die wir hier so haben. Ja, und hier haben wir einen Rotkragen. Da, ein Rotkragen-Flechtenbärchen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, warum der wohl Rotkragen heißt. Da hat sich ein weiterer Schwärmer niedergelassen. Die sind auch cool, ne? Ich mag die einfach unheimlich gerne. Die sind richtig schön groß. Manchmal klettern die auch einem auf den Finger, so wie hier.
So, ich bin jetzt hier direkt neben dem Turm. Und hier haben wir zum Beispiel einen Falter, der sich noch gar nicht an den Turm gesetzt hat. Da, und der kann sich auch ziemlich gut tarnen. Das ist ein sogenanntes grünes Blatt. Auch ein sehr, sehr schöner Falter. Hier haben wir noch so einen Rindenspanner. Daneben haben wir, ich glaube, die Röhricht-Goldeule oder so. Dann haben wir hier solche Spanner. Wir haben, na, das dürfte ein Birkenrindenspanner sein. Da unten haben wir unseren Schwärmer. Hier haben wir unseren Schwan. Und das ist nur eine Seite. Aber wir können ja mal ganz rumgehen. Was haben wir hier? Oh, da haben wir noch irgendwas. Den haben wir noch nicht. Könnte eine Grasbüscheleule sein oder so. Ich mache da mal ein Foto von. Wir haben es jetzt gleich 1 Uhr. Und ich muss sagen, so richtig glücklich bin ich eigentlich nicht. Also ich habe mir wesentlich mehr versprochen jetzt. Also ich habe zwar einiges an Faltern hier, aber hätte jetzt trotzdem gedacht, dass hier ein bisschen mehr abgeht. Noch ein paar mehr größere Falter. Weiß ich nicht. Beim nächsten Mal gehe ich auf jeden Fall wieder woanders hin. Ein sogenannter Mondfleck oder Mondvogel. Der tarnt sich als abgebrochener Ast. Im Gras natürlich jetzt nicht so optimal, aber trotzdem ein schöner Falter. Dann ja, haben wir hier noch unseren kleinen Schwärmer. Boah, und jetzt hatte ich gerade einen Falter im Mund. Ja, wir machen noch einmal so einen Rundumgang um den ganzen Turm. Also viel Großes ist nicht dabei. Da haben wir noch mal unseren Rosenspinner. Da oben drauf ist auch eine ganze Menge los. Da ist noch ein Käfer. Hier sind noch ein paar. Ach, den habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Das ist ein Ringelspinner. Und ja, da ist noch ein Schwärmer. Und ansonsten haben wir eigentlich saumäßig viele von denen da. Wo ist er jetzt? Da. Ich weiß nicht mal genau, wie sie heißen, aber ich meine, dass die Waldrasen Grasbüscheleule heißen. Und davon ist ja eigentlich alles voll. Also so viele hatte ich noch nie, aber generell ist es nicht wirklich ergiebig heute. Schade, schade. Naja, aber ich baue jetzt ab und dann quatschen wir nochmal, wenn wir beim Auto sind. Und dann hören wir uns nochmal den Ziegenmelker an. Es ist schön, wieder beim Auto zu sein. Alles ist schön. Wieder einen Kofferraum gepackt und ja, ich bin froh, dass ich da ins Bett komme. Wir haben es mittlerweile 2:15 und der Ziegenmelker, der ist immer noch am Rufen. Die sind halt saulaut, aber ich weiß nicht, ob man sie hören kann. Also ich höre es sehr gut, aber ich glaube, das kommt einfach nicht durch die Kamera rüber. Ich wünsche euch damit eine angenehme Nacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und Kanal abonnieren. Wisst ihr Bescheid. Haut rein, Leute.